Hi Pyros und herzlich willkommen zu diesem neuen Testvideo bei PyroXtreme Germany. Heute stelle ich euch mal ausführlich die Hirtenböller D von Explode Fireworks vor, also die an vielen Stellen angepriesenen Oldschool-Böller. Das Design ist auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden. Das befindet sich auf den Päckchen wie auch auf dem Schinken, jeweils mit sehr schönem Seidenpapier eingepackt. Die NEM pro Päckchen liegt bei 40 Gramm, also hat der ganze Schinken eine NEM von 400 Gramm. Der Preis für einen solchen Schinken liegt bei ungefähr 25 Euro. Dann schauen wir uns natürlich noch die Wandung der Böller an. Diese ist auf jeden Fall besser wie bei sämtlichen Böllern, die wir so heutzutage bekommen können. Anzumerken sei auch noch, dass sie eben gewürgt sind und oben auch noch extra verstärkt wurden mit Kleber. Leider haben diese Böller keine echte graue Lunte, aber sie ist dieser auf jeden Fall nachempfunden. Und weil ich Testvideos einfach nicht mag, wo nur ein, zwei Böller gezündet werden, verheizen wir heute mal den ganzen Schinken, um eben ein aussagekräftiges Video zu liefern. Dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Meine Bewertung findet ihr wie immer am Ende des Videos und dann wünsche ich euch jetzt sehr, sehr viel Spaß bei der Zündung.